Ach, egal, dann nehme ich. Was? Was? Wollte ich das? Wollte ich die Sense benutzen? Ich bin nicht sicher, ob ich die Sense benutzen wollte. Wahrscheinlich nicht. Kale. Vegetable. Oh je. Sie war zufälligerweise ausgewählt. Also, hier unten habe ich jetzt ein neues eingepflanzt. Zwischendurch mal. Dahinter ist nichts. Und ich habe ein paar Felder frei. Und ja, eigentlich wollte ich das aufgrün machen. Aber ich dachte mir, was soll's. Dann kann ich auch zeigen, wie ich zu Geld komme. Wie ich Potatoes, Kartoffeln aus dem Boden pflanze. Aus dem Boden ziehe. Shinryu, remember to eat healthy. Or you won't have enough energy to work hard. I'm including one of my favorite recipes. Make sure to use ripe tomatoes. Lewis. Eggplant Parm. Parm, keine Ahnung. So. Dann einmal Honey. Kann ich inzwischen herstellen, weil es nicht mehr Winter ist. Dann brauche ich einmal Korn. Für mehr Öl. Werde ich jemals das ganze Öl benutzen? Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht schlecht, einen Vorrat zu haben. Wie viele Fische sind hier? Zwei. Ich könnte eins rausfischen. So, jetzt ist wieder nur noch einer drin. Dann dieses Daily hier. Ich hatte mir schon überlegt, vielleicht so langsam mal damit aufzuhören. Mit diesen hier. Ob ich die wirklich noch brauche. Aber ich habe ja nicht immer Zeit zum Fischen. Man spart da viel Zeit. Andererseits wird es auch etwas knapp mit Monster. Ich schleppe die Schnecke mit mir rum. Mit diesem Monsterzeug für die Köder. So, wenn hier alles soweit fertig ist, würde ich hingehen und Hühner kaufen. Nachdem ich Sachen sortiert habe, nimm das Ding vom Kopf. So, dann will ich mal kurz schauen. Wie viel kann ich noch loswerden? Ich habe echt nicht mehr viel Bait. Peaches. Und ich müsste die Sachen hier loswerden. Die nehmen viel Platz weg. Gates und Zäune. Habe ich alle Zäune aufgebraucht, bis auf das letzte? Oh, interessant. Und ja, pflanzen muss ich. Pflanzen muss ich. Garlic, perfekt. Etwas Knuffi. A.k.a. Knoblauch. Ich nenne es lieber Knoblauch. Aber irgendjemand sagte es mal Knuffi. Der zweite Mann meiner Mutter, eigentlich. Und sie hat es übernommen und zu Hause sehr oft benutzt. Und da hinten miaut die Katze. Und deshalb habe ich mir das dummerweise ein bisschen angewöhnt. Versuche es mir abzugewöhnen. So. Dann einmal hier drinnen abladen. Es ist so schwierig, einen Überblick zu behalten darüber, welche Sachen ich schon habe. Tulips. Habe ich noch keine, oder? Nein, das sind die ersten. Richtig? Ich meine ja. Dann nehme ich... Ach, die haben verschiedene Farben. Schön. Gefällt mir. Kartoffeln? Diese goldene Kartoffel... Ah, Moment. Goldenes Obst habe ich da unten hingepackt, oder? Hierhin. Und das ist eine White Plum. Gehört zu Obst, habe ich aber schon. Okay, jetzt habe ich überhaupt keine. Das ist Vegetable. Kartoffeln gehören auch unten hin. Verflixt. So. Muss aufpassen, dass ich die nicht wieder durcheinander bringe. Forage.
Ich weiß nicht, ob das Obst oder Gemüse ist, das Forage. Kartoffeln kommen hierhin. Hierhin, so. Und Kales kommen dahin. Ich kann ein bisschen Müll abladen oder am besten gleich in den Recycler stecken. Ich wollte Hühner kaufen. Komme ich heute noch dazu? Und wieso werde ich die Aprikos nicht los? Aprikosen. Weil ich noch keine hatte. Die zwei will ich verkaufen. Das wollte ich eigentlich irgendwann mal dort benutzen, aber ich vergesse das irgendwie. So, ein seltenes Kale brauche ich nicht, kann ich verkaufen. Eins, da, 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 da. Keine Ahnung, ich mache das einfach mal so. Okay. Ich denke, ich bin soweit fertig hier. Dann will ich Hühner kaufen und bei der Stadt nachschauen, ob es dort Daily Quests gibt. Vielleicht unterwegs noch mit ein paar Leuten reden. Mülleimer abholen. Also, durchsuchen. I'm looking for 30 Copper. Schwierig. Ich bekomme das in zwei Tagen nicht hin. Weil ich die ja immer automatisch umwandle. Copper Ores. Hey, how's it going? Mit dem rede ich auch viel zu selten. I feel responsible for the health. Ach, da bist du. Dir muss ich dann unauffällig folgen. Oder bist du heute nicht im Laden? Denn ich brauche Hühner. Lauf nicht weg, ich brauch dich gleich. Oh, hi. Wie weit bin ich mit dir? 6 von 8, oh je. Do you ever hang out at the cemetery? It's a peaceful place to spend time alone. Welcome, you're looking for seats. Ich fürchte, das wird tatsächlich die Lehrerin, Penny. Ich meine, ich habe nichts gegen Penny und sie ist eine nette, verantwortungsvolle Frau. Aber ich habe keine Lust auf die Schwiegermutter. Und, naja, ich müsste Penny halt in dieser Bruchbude besuchen, wo sie wohnt. Und sie ist nicht unbedingt der interessanteste Charakter. Also vielleicht sollte ich einfach warten, bis jemand Passenderes kommt. I wish Abby wouldn't spend so much time in her room. Andererseits, beggars can't be choosers. The trees look nice today. Spend time in nature. Okay, ich muss die eine. Da! Die muss ich verfolgen. My mother definitely has a problem with. 8 von 8! But it's best not to dwell on bad things. Ich hab auf den Text vorhin nicht geachtet. Ich dachte, das wäre so ein Standardgespräch. I think it's good to be realistic. Nein, ich nehme das da. Dann könnte ich doch eigentlich dieses Bouquet inzwischen. Wieso hat mir das Spiel nichts davon gesagt? Oder ist das gerade erst passiert, dass ich auf 8 von 8 gestiegen bin? Okay, ich schau mal nach. Vielleicht hat Pierre einen Strauch Blumen. Wenn nicht, werde ich traurig. Okay. Will ich das jetzt schon? Ich meine, soll das die eine sein?
Das muss ich mir gut überlegen. Aber wann kam denn die Meldung mit Bouquet? Muss ich wohl irgendwie verpasst haben zwischendurch. Hühner. Ich wollte Hühner kaufen. Some don't believe it, but I know it's true. Okay, dann vielleicht erstmal gleich zum Marni. Wegen den Hühnern. Oh, Wendt. Schön. Shinryu, it's perfect time that you showed up. On a little field trip into the countryside. You know all about life in the country, right? So I was thinking, could you be my guest speaker today? I can't stand kids. I'd love to. Let's just call the children over. Jess, Vincent, may I have your attention, please? I have a very special guest today. Our very own local farmer, Shinryu. Bin ich wirklich der einzige Farmer? He has first-hand experience living in the countryside, so he knows all about the valley's natural resources. Can anyone tell me what a natural resource is? Jazz? A natural resource is a material source of wealth that occurs in a natural state and has economic value. Very good. That's worth 2 star points, Jess. Yes! Okay, now let's give Shinryu our our full attention. Attenzione! Country life is all about farming. Country life is all about gathering from the wild. Farming. The very soil is ideal for growing delicious vegetables. Yep. Yes, Vincent. Farmer Shinryu. If I eat your veggies, will I grow up strong like my brother Sam? He's so strong. I saw him lift Miss Penny clear off the ground last night. Uh-huh. Is that etwas zwischen Kent und Miss Penny? When they were climbing off the tree, into a tree. Kent and Penny sitting in the tree. Wenn da was zwischen den beiden läuft, will ich mich natürlich nicht einmischen. But I don't really mind. I enjoy seeing them learn. And hopefully I can help them grow up to be good people. Would you ever want to be a parent? Oh, das ist schwierig. I haven't really thought about it. Absolutely, I want a big family. Nein. I guess so. Auch falsch. No, I don't think it could. The world's crafted enough already. I don't want to be tied down with a family. Das ist es nicht unbedingt. Aber es ist eine sehr große Verantwortung. Und es ist schwer. Es ist oft unangenehm, auch wenn es gute Augenblicke gibt. Hm.
Entweder das oder das. Oh no. That makes sense. You're busy with other things right now. Karriere. Aber sie möchte Kinder. Weil sie Kinder mag, glaube ich. Dann soll sie welche mit Kind machen. Denn offensichtlich ist das schon was im Busch. I'm glad you showed up, Shinryu. I think the kids have a great time. So, ich brauche immer noch Hühner. Bin ich jetzt ein bisschen aus allen Wolken gefallen? Ich meine, ich hatte nicht ernsthaft vor. Ich kann bei dir heute keine Hühner kaufen? Echt nicht? Das ist mies. Was Penny angeht, genau. Das ist im Moment ja die einzige, mit der ich eine Beziehung eingehen könnte, was die Herzen angeht. Und sie war davor schon nicht meine erste Wahl, aber jetzt haben wir auch die Sache mit Kent erfahren. I messed up again. Tja. Ich schaue mal Magier rein. Und ich frage mich, was passiert, wenn man das Bouquet einer Verheirateten gibt. Also, der Frau von Demetrius. Wie heißt sie nochmal? Robin. I have seen many things about your future. Have you? Stimmt, da unten. Da war ich schon mal, aber da ist jetzt sicher nichts Neues, oder? Der Shrine of Illusions. Nein, ich will immer noch so aussehen, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Gut, dann mache ich mal eine große Runde. Hier unten war ich schon lange nicht mehr. Ich kann bei der Headmaus vorbeischauen. Irgendwo plätschert es. Ich heb die jetzt nicht extra auf. Da hinten plätschert es. Ah, das bekomme ich hin. Headmaus. Santa's Head. Celebrate the magical season. Blue Bonnet. Harken back to simpler times with this prairie bonnet. 1000 Meilen westwärts. So, sind die Blubberblasen noch da? Ja. Perfekt. Sunfish. Das ist neu. Nein, die Blubberblasen sind weg. Ja, das ziehe ich jetzt auch durch. Wenn es schon mal im Wasser ist. Preisfrage. Komme ich auf diesen dunklen Bereich da oben? Wenn ich von hier aus fische. Ich gehe sogar darüber hinaus. Nein. Das war nicht perfekt. Aber schön, wie ich mich inzwischen darüber beschwere, dass es nicht perfekt ist. Okay. Wie schwach muss ich werfen, um in den dunklen Bereich zu landen? Während ich am Anfang so unglaublich viel Mühe dabei hatte, überhaupt etwas zu fischen. Gut, Müll jetzt nicht unbedingt. Aber die richtigen Fische sind mir anfangs immer sehr entwischt. Ist das im dunklen Bereich? Und ich hatte auch neulich wieder so einen Fall mit Fisch und Truhe. Und ich habe die Truhe versucht und dann habe ich beide verloren.
weiß nicht, ob das genau drauf ist. Nein, ich war fast da, ich war fast da. Es wäre fast perfekt gewesen, aber ich habe zu früh abgebrochen. Ich dachte, ich hätte ihn an Land geholt. Wo konnte man es sehen? In irgendeinem Spiel konnte man sehen, da wurde der Fisch tatsächlich immer näher an Land gezogen. So dass man es einschätzen konnte. Will ich das jetzt den ganzen Tag machen? Ich wollte noch... Ach ja, stimmt. Heute konnte ich keine Hühner kaufen, weil sie irgendwie nicht hinter dem Tresen saß. Warum auch immer. So, das ist halt das Problem. Wenn ich runtergehe, verliere ich sehr viel Zeit. Meistens zu viel Zeit. Und dann ist der Fisch weg. Und die Truhe dann natürlich auch. Das ist das Unfaire, dass man halt beide verliert. Wenn man zumindest die Truhe rausfischen könnte. Wenn der Fisch entwischt. Wieso dann beide futsch sind, verstehe ich nicht. Green. Was machst du da? Okay, ich muss sowieso langsam los. Was mache ich heute noch? Hier unten ist nicht viel, oder? Werde ich je erfahren, was es mit diesem Schattenwesen auf sich hatte? Wahrscheinlich nicht. Und ich will es nicht im Internet nachschlagen. Auch wenn mir dadurch wahrscheinlich ein Spielelement verloren geht. Ich kann ja noch etwas Holz schlagen oder so.